Also, bisher, Chat hat gewotet, sieht es sehr danach aus. 94% sind für Anfassen. Ich soll mal einen Wurm anfassen. Ich bin nicht dick, es sind meine Brüste. Okay, alles klar. Aber wie gesagt, 94% waren für Anfassen, 12% waren für Neuanfang und weitere 73% haben gesagt, nein, zu diesem Spielstand weitermachen. Also machst du jetzt? Einen neuen Spielstand. Okay. So, ich habe jetzt auch mal in die anderen Speicherstände reingeguckt. Also von Jan ist auch ein Speicherstand drauf gewesen. So, bin ich jetzt mit... Willst du mich verarschen? Der ist doch schön. Ah, ich dachte schon. Kannst du schwimmen? Du kannst aber hier auf diesem blauen Gewässer kannst du langlaufen. Mach's auch mal. Halt mal kurz meinen Kaffeepuppe. Ja, Meister. Das ist ja Wodka pur. Das ist... Sag mal, ernsthaft? 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 Nee, oder? Ja, ist doch ein Survival-Mode. Ja, also... Kannst du ein Boot bauen? Ich kann Bus bauen. Ein Bus bauen, ja, aber nicht auf der Insel. Gut. Also, wir wollen eine Rakete bauen und wir haben diese zwei Bäume bisher als Ressourcen. Kannst du angeln? Ich kann angeln. Oh. Nix mal bitte mit Ansage. Das ist ja fast eine Vergewaltigung. Alter, ey, okay, nochmal neu starten. Magst du Haare im Kaffee? Nehmen wir mal kurz meinen Kaffee. Ein bisschen. Nee. Heiß. So. Der ist richtig heiß. So eine ähnliche Map hatte ich schon mal. Ja gut, wir haben Eisen, wir haben Kupfer, wir haben Stein. Dann geht's rein. Wie findest du es? Ich find's interessant. Aber man muss sich da, denke ich mal, erstmal reinfuchsen. Ja, das ist... Also und mir erschließt sich das Ziel, also nur eine Rakete bauen ist das Ziel erstmal. Ja, also das Ding ist... Und die dicken Würmer. Guck mal, du hast jetzt das, bis hier unten kannst du erforschen. Und um das alles hinzukriegen, wie gesagt, du brauchst hier dies und das, Rakete, musst irgendwann Plastik herstellen und alles erstmal erforschen, dann musst du erstmal diese Tränke hier haben, guck mal, das mal 1000, okay, bis du da bist. Ja, also du brauchst schon eine große Fabrik, um überhaupt irgendwie in die Nähe davon zu kommen. Und das ist schon echt krass. Aber wie gesagt, das bockt schon richtig, wenn man eben, zum Beispiel meine, wie halt auch der Chat schon gesehen hat, mit meiner Fabrik bin ich noch überhaupt nicht zufrieden. Ich habe erstmal drauf losgebaut. Ja. Habe erstmal geguckt, mal gucken, was geht. Das ist meine erste Fabrik und hatte auch keinen Bock, sofort eine neue Fabrik anzufangen. Aber es ist ja immer so, auch bei SimCity 2000 oder so, wenn du erstmal die erste Stadt gebaut hast und dann... Richtig. Hast du es drauf, du weißt, wie, wohin alles hin muss. Und deswegen, ich will jetzt erstmal wirklich herumprobieren mit meiner jetzigen Fabrik. Die ist, wie gesagt, bei weitem nicht optimal. Und dann irgendwann, wenn ich das Spiel wirklich so ein bisschen verstanden habe, Chat hat ja auch schon gesagt, ich habe viel zu wenig Strom, was ich mir schon fast dachte. Aber es lief alles und dachte mir so, ja, gut, läuft doch alles. Und auch viel zu viele Forschungsfabriken. Und die haben auch teilweise alle ja, ganz gut funktioniert. Okay. Werden die Fabriken auch von Aliens angegriffen? Ja, oder es wird alles von Aliens angegriffen, wenn du nicht aufpasst. So. Kannst du auch Abwehrtürme und sowas bauen? Du kannst Abwehrtürme bauen. Wo war denn hier? Kann ich nicht. Okay, bauen wir es erstmal hin. Ach Gott, bin ich dumm. Ha, Marco dumm. So, hier. Ich wollte gerade sagen, warum kann ich das Ding nicht drehen? Machen wir jetzt mal Kohle rein. So, und wir wollen auf jeden Fall Kohle rein. Wir wollen auf jeden Fall mehr solcher Kombinationen jetzt erstmal bauen für den Anfang. Ja. Also das fand ich, habe ich mal irgendwo in Let's Play gesehen, fand ich mal am geilsten. Also ich, bevor ich jetzt irgendwie versuche, jetzt sofort auf Strom zu gehen und baue eigentlich alles nur per Hand ab, oder erstmal auch per Hand ab, es hat ewig lang gedauert. Und dann habe ich irgendwann eben meine jetzige Fabrik angefangen und habe dann wirklich diese ganze Konstruktion gemacht. Also überall, auch bei Kohle, bei Erz, bei Kupfer, überall waren dann eben diese Verbrennungsförderer plus eben Verbrennungsöfen. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Und bist halt nur noch rumgerannt, hast STG gedrückt und hast halt genug Materialien gehabt für alles, was du halt demnächst vorhast. So, jetzt gucken wir mal, wie viel wir bauen können. Vier Stück schon. Also, der erste Ziel ist erstmal, die ganzen Grundvoraussetzungen zu schaffen. Genau, genau. So sieht's aus. So, wir brauchen nämlich hier zum Beispiel, guck mal, du siehst schon, wir brauchen für weitere Förderer, für weitere Erzförderer, Zahnräder. Wir brauchen erstmal Zahnräder. So, und für die Zahnräder, die machen wir jetzt per Hand alle.
So, dann können wir uns jetzt, brauche ich noch weitere Eisenplatten. So, dann kann ich jetzt zum Beispiel wieder einen weiteren bauen. Dann kann mir jetzt auch einen neuen Ofen. Genau, und dann geht's halt so weiter. Zack, zack. Brauchen wir wieder Kohle natürlich. Clever, Marco. Ach ja, und das ist auch typisch Minecraft zum Beispiel. Unten rechts siehst du ja dein, ja, was du halt gerade in der Hand hast. Ne, ist so ein bisschen das Inventar. Okay. Du hast halt Rüstung, du hast halt Waffen. Mehr hast du ja nicht. Also ein richtiges Inventar ist natürlich das hier. Auf E. Genau, und die haben auch eine Haltbarkeit. Zum Beispiel jetzt ist meine Hacke kaputt. Und guck mal, wie schnell ich jetzt abbaue hier Kohle. Mit den Händen schürfen. Ist natürlich das nicht so gut geil. Gemacht. Habe ich gut gemacht, finde ich mir auch. So ein Schluck Kaffee? Okay. Sehr schön. Dann wird langsam kalt. Das ist schon. Soll ich es im Schritt warm machen wieder? Ich wollte gerade sagen, machen in deinem Schritt kurz. Es wird langsam. Ich glaube, jetzt, ich habe gekleckert. Das passiert ja öfter, glaube ich. Aber nicht aufs schöne Kleid schon wieder. Ach, dann müssen wir wieder zum Mutti in die Wäsche gehen. Ja, ich musste wie die weißen Flecken dann wieder erklären. Weiß? Ich trinke ja meinen Kaffee schwarz, Junge, echt, ey. Ja, aber die anderen Flecken sind ja... Die anderen Flecken, ja, die sind aber schon... Ja, die kennt ja jeder. So, ach, René war wieder bei Marco, ja. Ja, okay. So. Und könntest du dir zum Beispiel hier ein Beans Castle zum Beispiel hier drin vorstellen? Ja, total. Alleine. Alleine? So. Jetzt bauen wir erstmal weitere Förderer. Zum Beispiel bei den Förderern ist es so, guck mal, ich brauche halt einen Schmelzofen, um überhaupt erstmal einen Förderer herzustellen. Also das ist das halt... Das ist das Laufband, oder? Achso, du... Nein, das, der größere? So einen Schmelzofen brauche ich, um einen Erzförderer herzustellen. Da siehst du ja, was du brauchst. Das ist dieses Ding da, was du abbaut. Genau. Und guck mal, ich habe jetzt zwei. Guck mal, wir bauen mal noch mehr. Das bauen wir erstmal hier hin. Was kostet die Welt? So, wir brauchen natürlich noch Kohle. Kohle haben wir auch nicht mehr so viele. Ja, und so ist halt, wie gesagt, der Anfang ist halt, du rennst von A nach B, holst schnell noch, was du brauchst. Erz habe ich dann erstmal genug. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch hier, könnte mir vielleicht auch der Chat sagen, was ich halt, was da besser wäre. Ob ich dann, das muss ich auch erst herausfinden. Wie gesagt, das ist alles, ich habe halt wirklich nur diesen ersten Schritt bei dem Let's Play gesehen. Du solltest mal einen Förderer auf Kohle machen, damit du nicht mehr selber mit der Hand abbauen musst. Ja, das wäre nämlich das nächste gewesen. Das war meine Idee. Das war deine Idee? Nein. Natürlich doch. Nicht. Nein. Das hat der nette Danke Chat Ihnen. Gesagt. Wer ist Chat? Alle hier. Alle Chat. Ich hab, danke er Chat. Er ist schon weggerutscht. Chat, sein Name ist Chat. Die Welt kostet 10,50 Mark. Ist das so? Ja. Kohle. Kann man die heiße Eule eigentlich buchen? Ja, im Forum könnt ihr mich anschreiben und dann komme ich auch auf Geburtstagspartys. Auf Geburtstagspartys? Ja. Aber nur von unter 14-Jährigen, oder? Nur, ja. Mach ein paar Zaubertricks unterm Rock. Zaubertricks. Mit Ping-Pong-Bällen. Und Kaffee. Und Kaffee, Junge. Gib mal einen Kaffee. Ich gehe aber auch Begleitung als Party-Girl. Wo? Ja. Ich gehe mit euch in Clubs und so und dann sehe ich halt, das immer halt einen schönen aus. Neben euch aus. Kannst auch könnt ihr mit mir angeben. Ja. Kannst du auch immer Bier holen dann. Und ja, Bier holen. Solche Geschichten. So, jetzt habe ich hier, warum habe ich jetzt hier ein Dings hingestellt? Bin ich dumm? Da weiß hier nicht. Zum Beispiel, was sich hier ich lohnt, glaube ich, abgelenkt. Ist natürlich eine Kiste hinzustellen, dann wird alles in die Kiste gefördert. Kiste halt hier, zack, ist jetzt eins drin, zwei drin. Genau, und dann habe ich jetzt einen Kohleförderer. So. Und das, weil das alles ziemlich lange dauert, wie du siehst, immer dieses Hin- und Herlaufen und Pipapo, ich habe jetzt, guck mal, hier. Machst du deine Förderbänder dann irgendwann? Ich mach dann gleich, guck mal, ich kann jetzt schon Förderbänder machen, aber für die Dinger, die will ich ja eigentlich, die will ich ja gar nicht haben. Die bringen mir gar nicht so viel. Deswegen gucke ich, dass ich schnell eben hier die beiden noch befeuere. Jetzt kommt hier noch ein Ofen hin. Und brauchen wir noch einen. Genau. Und dann gehen wir mal ein bisschen Kohle gucken. Jetzt haben wir 12 Kohle. Guck mal, wir können halt hier jeweils schon mal wieder 6 rein. Zack. Zwei Kohleförderer gegenüberstellen, damit sie sich permanent selber befüllen. Wie? Und abbauen. Zwei Kohleförderer gegenüberstellen, dass sie sich permanent befüllen und abbauen. Ja, aber wo liefern die das dann ab? Also die liefern sie, wenn, ich weiß schon, was er meint. Ich glaube, ich verstehe den Schritt. Also er will das Zeichen, also das Dreieck, also wo er es halt ausliefert, dann hier ist. Aha, warte mal.
Oder kann der eine. Den einen, ich müsste ja einen so oder so dann befüllen. Nur der andere würde den anderen dann befüllen. Ja, für den Anfang ist es, reicht es erstmal. Ich verstehe den Gedanken, aber ich brauche eh, wie gesagt, jetzt nicht mehr so lange die beheizten Dinger, sondern habe ja bald Strom. So. Na. Die liefern das in den anderen, bis der voll ist mit Kohle. Aha. Ja, aber wie gesagt, ich gehe jetzt gleich auf Strom und genau. So, wir brauchen wieder ein bisschen Steine. So. Genau. Steine unterschätze ich auch immer total. Kann man damit schmeißen. Die liefern sich. Ich verstehe, wie gesagt, ich verstehe total, was die meinen. Also das Ding ist. Die haben ja anscheinend irgendwie eine Mindeststackzahl, was sie reinlagern können pro Teil, oder? Das stimmt. Das Ding Vielleicht ist, packen sie sich immer gegenseitig Sachen rein und dann kannst du sie rausholen. Aber kannst du auch in der Kiste machen. Ja. Oder spart man sich die Kiste dann? Ja, gut, die Kiste kostet ein bisschen Eisen, aber ich würde halt wirklich eher auf elektrische Sachen gehen. Ja. Guck mal, ich kann schon deine Gedanken lesen. Es sieht aus, als hätte ich auch Brüste. Was macht denn der Paul? Okay. Hallo. Wenn Paul in der Regie ist, ist immer Rampage, ey. Paul! Paulchen, du Frechdachs, du kleiner Frechdachs. Schelm ist es. Ein kleiner Schelm. Aber auf keinen Fall ein Tunichtgut. Nein, nein. Nee, nee. Das ganz ist, netter. Ganz netter ist es. So. Den würde ich meinen Eltern vorstellen, den Paul. Deinen? Ja, meinen. War Junge, ey. Echt, ey. So. Mach mal hier noch was rein und hier noch. Du kannst was richtig gut mit der Kohle da. Ja, mit der Kohle reinstecken. Kann ich umgehen. So. So, für was sammelst du jetzt die ganzen Platten? Pumpe. Der nächste Schritt ist dann so, Strom. Ich brauche erstmal Kupfer, brauche ich auch noch. Ja, ich bin jetzt gerade habe ich ein bisschen vercheckert, noch auf Kupfer zu gehen. Erstmal, ist hier nichts drin? Och, leck mich doch. Also, das nächste Ding ist Strom. So, und für Strom brauche ich. Achso, ich weiß, was er meinte. Dann hört der eine nie auf zu arbeiten, wenn der andere immer Kohle reinschüttet. Das stimmt. Und die beiden hören dann nie auf. Wie, die beiden hören nie auf, aber das Ding ist. Die bestücken sich immer wieder weiter mit Kohle. Und dann hören die nie auf abzuarbeiten, bis sie voll sind. Dann kannst du mal leer machen. Das könnte ganz. Okay, das probier ich jetzt einfach mal aus. Das würde mich jetzt mal interessieren. Also so ein. Und den anderen dann hier. Und den anderen direkt gegenüber. Hier. Das ist auch übrigens toll, dass wenn ich zum Beispiel Eisenzahnräder bräuchte, muss ich nicht diese Eisenzahnräder erst herstellen, sondern es reicht, wenn ich einfach nur Metall habe, weil um Eisenräder herzustellen, braucht man eben nur Eisenplatten und dann brauchst du halt zum Beispiel nur die Eisenplatten machen und nicht extra die Zahnräder herstellen. Dann stellt er sie automatisch her, also hier unten siehst du dann, was er macht, stellt die Zahnräder her, den Ofen her und dann stellt er das Ding her. So, und jetzt so oder was? So gegenüber. Ja, und jetzt musst du so, jetzt Kohle muss ich packen. Die mal Kohle und jetzt mache ich da Kohle. Jetzt sollten die das hin und her schieben. Aber das Ding ist. Guck. Und das soll bis 50 gehen und dann kannst du mal 25 rausnehmen. Okay. Ey, das. Ich bin voll smart. Das Chat, ey, mega. Chat richtig klug. Chat richtig klug. Hast sehr gut gemacht. Wie gesagt, das ist. Ich schick dir gerne Fotos per WhatsApp, wenn du willst. Vor allem, du kannst es ja dann auch rausnehmen, weil er ja noch immer. Guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel hier jetzt alles rausnimmst, während der Produktion hat er ja trotzdem einmal Kohle hergestellt. Das ist ja nicht schlecht. Mit STG Linksklick kannst du die Kohle einfach rausnehmen. Das weiß ich. Hat Lenny gesagt. Wir sind sehr schlau jetzt. Das ist, wie gesagt, also der Chat ist super, super, super clever. Ihr seid richtig klug. Das ist sehr klug. Aber was ich eigentlich machen wollte, da haben wir Kupfer, war natürlich hier erstmal Kupfer auch wieder hinzustellen. Kupfer. Erstmal Dingenskirchen. Ach, ich will nicht mein Holz verschwenden. Wieder ein Förderungsband hinzustellen. Weil ich brauche ja auch Kupfer. Und Kupfer ist ja nur hier drin. Und jetzt kann ich zum Beispiel meine Eisenkiste erstmal wieder hier hinstellen. Das ist so. Sehr gut recycelt. Ach Quatsch, ich habe ja sogar. Habe ja sogar genug für einen weiteren Ofen. Na komm. So, und ich brauche wieder ein bisschen Kohle. So, und dann habe ich eigentlich alles, was ich brauche.
Ey, das war jetzt wirklich ein cooler Tipp. Ey, wie gesagt, wenn noch einmal jemand was gegen Chat sagt, hagelt's aber. Hagelt's, ja. Bang. Oh, und Alvin hat mir eine News gegeben. Vorhin, ich muss, wie gesagt, er kam jetzt mit dem, schon raushauen? Er kam mit dem, nee, will ich nicht. Aber steht er hat der Mikro so weit unten? Mein, oh, danke schön. Bitte. Klopfst du dich dran? Lass mich das machen. Was seid ihr eigentlich für Brüste? Seid ihr Streichler oder seid ihr Greifer? Ich krapsche immer gerne selber mal. Ja? Ich bin auf jeden Fall Krapscher. Ein bisschen Greifer, ja, okay. Genau, nee, Krapscher. 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 Ich bin auch. Okay. Greifer ist so viel zu lieb. Und wenn dann schon richtig. Reißer. Ein Reißer, ja. Zwicker. Was kommt da mal an die Größe drauf an? Ah, ja, das, na? Stimmt. Na gut, okay, nö. Nö. Man Hauptsache, ist ja bei jeder Größe gleich. Ja, Hauptsache richtig. Manchmal bin ich auch ein Kuschler. Kuschler. Ja. Quetscher. Oh, hier vibriert dann so irgendwas. Ich bin's nicht. Also ich hab. Oder? Doch. Meine Olli schreibt was. Meine Liebeskugeln. Ja. Ach, Olli ist wieder. Olli ist wieder verrückt. So, wir können jetzt eine Pumpe bauen. Und eine Pumpe heißt Strom. So, dann gucken wir erstmal, wo wir das hinbauen. Das ist. Ich wollte ja eigentlich das mit Dennis spielen, weil ich glaube, Dennis kann man dafür begeistern, nur der ist leider krank. Deswegen, schade, schade. Armer Dennis. Aber der ist auch bald wieder gesund. Ja, definitiv. Der ist hart im Nehmen. Der Junge. So. Und jetzt kann mir der Chat zum Beispiel wieder einen Tipp geben. Weil wir, das weiß ich zum Beispiel auch nicht. Wie viele Heizkessel brauche ich am Anfang? Brauche ich lieber zwei? Das hatte schon einer geschrieben, aber es ist jetzt mittlerweile schon, okay, Chat, im Delirium gelandet. Brauche ich zwei Heizkessel oder brauche ich lieber einen am Anfang? Also ich baue jetzt eh einen. Einen brauche ich eh. So, ist es besser, zwei gleich zu haben? So. 50% des Chats haben noch nie Brüste angefasst, wird hier behauptet. Oh, das ist aber auch schon wieder so eine Behauptung. Das glaub ich glaube schon. Weißt du, allein, guck mal, ich kann auch meine. Ja, deine eigenen, aber die zählen ja nicht, oder? Deine? Deine zählen doch auch, oder? Ja, okay, jetzt hast deine, du. Jetzt habe ich dich. Jetzt sind es nur 49%. Es kam noch keine Antwort auf dein. Ja, Loch, ja, jetzt, wir befüllen, müssen ja auf den, ja, Delay warten, du Experte. 42, 69. Ja, Dennis ist ja immer noch beim Plan, wird hier gesagt. Der hat noch nie was gebaut. Wie? Ich dachte, in RimWorld baut er die ganze Zeit. Ja, der wird ja gezwungen. Privat sitzt er bestimmt da und macht immer nur, plant alles. Und irgendwann geht's dann los. Wie bei Prison Architect, oder wie das heißt. Prison. Ja, der, ja, Prison Architekt. So. So, frag nochmal hier. Ja, ja, vorhin hat das einer gesagt, hier drei Heizkessel und zwei Dampfmaschinen. Und dann auf Solar gehen. Am Anfang gehen. Gleich. Drei Heizkessel und zwei Dampfmaschinen und dann auf Solar gehen. Ja, aber dann brauche ich. Hat jetzt nur einer gesagt. Das, nee, ist vielleicht noch nicht die Top-Antwort. Nee, nee, das Ding ist ja, ich kann ja nur von einem Heizkessel hier ausgehen, kann ich hier nur ein Rohr reinmachen. Ich habe ja keinen Rohrteiler. Ich habe ja hier nur so ein Rohr und so ein Rohr und die gehen ja nur geradeaus. Oder bin ich total bescheuert? Du brauchst einen Verteiler, ja. Genau, guck mal, ich kann ja nur geradeaus gehen, kannst ja nicht mal drehen. Zwei Kessel pro Maschine. Okay, zwei Kessel pro Maschine, das ist eine Ansage. So, hier haben wir. Und wie viele Maschinen am Anfang? Also sollte ich lieber zwei bauen? Komm, ich baue mal zwei. Scheiß drauf. Was kostet die Welt? Heißkessel. Was lasst du denn da wieder? Ein Rohr. Die Kinder sind gerade noch auf Rohr hängen geblieben, oder? Ja, ich hoffe. Ja. Du hoffst, was du wieder hoffst. Ey. Ein Rohr. Drei Heizkessel. Drei Heizkessel ist doch. Dann brauche ich jetzt vier. Muss komm. Was soll der Geiz? Hier noch eine Pumpe. So. Hier fehlt Schmelzofen. Also fehlt wieder Stein. So, Stein fehlt. Außerdem brauche ich da Kohle. Da hab ich habe doch Kohle. Ja, Kohle hast du jetzt unendlich. Ja, ich meine auch. Smarten. Das ist wirklich. Das ist mega gut. Aber wie gesagt, mit Strom ergibt es dann mehr Sinn, weil ich die Kohle dann wenigstens abbauen kann. Rohre drehen automatisch, wenn du Kurven baust. Was für Kurven denn? Wie? Weiß ich nicht. Vielleicht, wenn du einen gerade baust und einen rechts. Ach so, ja, das ja. Aber trotzdem brauchst du dann für, genau, Teile, also einen Splitter. Krümmel, ja. Also, Moment, da bin ich jetzt mal gespannt. Ich probiere es jetzt einfach mal. Wenn ich jetzt, das nehme ich mal weg und das nehme ich auch wieder weg. Kannst du sonst vielleicht direkt daneben? Nehme ich so. Stich drauf. Ich kann die ja gar nicht drehen. Doch, auf R. Ach so, nee. Aha. Ach so, ja, guck mal, so geht's. Aha. Du musst noch einen weiterbauen. Aha. Chat, ihr seid heute so klug. Chat ist einfach nur
Ich sag ja, man darf den Chat einfach mal. Kriegt ein Küsschen. Ja, nicht kritisieren, aber ich wollte überhaupt nicht mehr kritisieren, das ist schwierig, weil es ja immer wieder seine schwarze Schäfchen gibt. Aber ey, die muss du es. Du hast doch ein bisschen Kaffee, Marco. Ist der noch heiß und lecker? Ich habe ihn im Schritt gehabt. Ja, scheiße kalt, Junge. Echt, ey. Oh, verdammt. So. Ach, das ist ja cool. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ist ja wirklich cool. Ey, solche kleinen Tipps, die fehlten mir, glaube ich, am Anfang. Guck mal, jetzt zum Beispiel hier so. Könnte ich jetzt hier. Keine Ahnung. Es wird. Das Wasser ist erhitzt. Dann kannst du eine Pumpe wieder abbauen. Dann kann ich eine Pumpe wieder abbauen, eigentlich, ja, genau. So, und dann kann ich auch drei Heizkessel bauen, wenn ich will. Dann baue ich halt drei Heizkessel hier dran, komm. Dann bauen wir erstmal. Das Ding ist halt. Das ist halt so ein zäher Anfang. Aber irgendwann hast du dann. Ja, ich brauchte. Jetzt weiß ich wieder, was ich brauchte. Steine. Wie gesagt, der Anfang ist halt. Der Paul kann ja Musik reinspielen, wie bei Jan eben. Dass wir halt so ein bisschen Atmosphäre haben, weil, wie gesagt, ingame-mäßig. Irgendwas sexy-mäßiges. Ein Heizkessel und Dampfmaschinen direkt hintereinander bauen. Heizkessel und Dampfmaschinen direkt hintereinander bauen. Ja, gleich so ein Ekel-Smiley hinterher. Ja, als wenn wir dumm wären. Ja, wir sind nicht dumm. Ja, eben hieß dumm. Es noch, wenn man soll hier drei Heizkessel bauen, dann kann man zwei Dampfmaschinen hier bauen. Man kann es natürlich auch so machen. Das ist alles, wie gesagt. Jeder macht es halt anders. Wie bei den Busen. Ja, scheiß drauf. Echt, ey. Oder Paul? Paul ist eingeschlafen. Paul pennt. Wie immer. Ach, Paul macht Faxen. Alles klar. Das war übrigens geil. Da kam Aurel an und ich meinte so, oh, kann mir jemand meinen Schwanz entfernen? Alles klar. Rupft da dran. Und der blitzt ganz zärtlich, hat ihn erstmal gestreichelt. Hat versucht, das Band zu lösen. Er war ganz lieber zu dir, oder? Ja, ja. Wie heißt das Spiel? Factorio heißt das. Geht mega ab auf Steam, wie gesagt. Ich dachte am Anfang, als ich es gesehen habe, also die Screenshots. Ey, das ist doch nur Banane, das Spiel. Hast du schon Musik angemacht, Paul? Nee, wa? Such lieber lustige Bildchen raus. So ein Arschloch. Der kann. Nur Regie. Ah. Sehr schön. Das ist genau. Jetzt bin ich die mexikanische Nutte. Jetzt bist du die mexikanische Nutte. Das ist genau die Musik, die ich mir gewünscht habe dafür. So sieht das Spiel ganz anders aus. Wirkt es auch ganz anders. Ja, das ist ein ganz anderer Flow jetzt. Bisschen wie Tropico. Stimmt, Tropico hätte ich auch mega Bock. Übrigens, Strategie-Freitag, ja. Wollte ich ja noch klären mit. Mehr Strategiespiele auf dem Sender. Ach, bin ich dumm? Ich brauche doch keine Ziegelsteine nicht. Warum denn nicht? Ich brauche nur Stein. Ach, Ziegelsteine brauche ich noch nicht. Ich brauche nur Steine. So. Hier rein. Zacki, zack. Haben wir Erz, haben wir hier Kupfer, jede Menge. Jetzt bist du die schnellste Maus von Mexiko, wird geschrieben. Andale, andale, arriba. Wann kommen denn so die ersten Alien? Sind die schon die da? Die können jederzeit kommen. Ich glaube, hier unten ist eins. Bin mir nicht sicher. Ich will es nicht ausprobieren. Also im Chat wird geschrieben, mehr Minecraft. Ich auch dafür. Du spielst den ganzen Tag Minecraft, weißt du? Und dann forderst du noch mehr Minecraft. Der Chat fordert Minecraft. Es kann ja sein, dass bald mehr Minecraft kommt. Echt? Weiß ich nicht. Endlich. So. Jetzt haben wir hier. Ich bin halt wirklich für den Anfang immer so ein bisschen. Für Strategiespiele bin ich aber auch echt immer gern zu haben. Ja. Ich bin eben so ein Strategiefuchs. Hat man auch bei Master of Orion gesehen, wo ich mit Eduardo. Richtiger Fuchs. Tim zerpflückt hab. Ach, zerpflückt? Weißt du, ihr seid kurz drin, weißt du? Ich war bei ihm drin. Ach, kurz, ja. Gar nicht rein. Ja, das ist mehr braucht. Kurz reingelunzt, aber mehr auch nicht. Läuft da auf dem Rohr auch was raus, wenn du es nicht. Auf meinem Rohr? Ja, wenn du da nichts ranmachst jetzt und abpumpst. Wie? Überflutet denn das Gelände, oder? Nö, das ist dann einfach da. Hier, guck. Achso, okay. Das ist dann. Ist ein intelligentes Rohr. Alles klar. Hast du noch Boom Clap, ey? Ey, Boom Clap fand ich immer mega gut. Boom Clap. Boom Clap. Boom Clap. Paul hat wieder die beste Musik rausgesucht. Sehr schön. So, jetzt sind wir hier. Haben wir schon mal.
Ihr müsst erstmal Mars of Orion Rider spielen. Ey, hätte ich mega. Ach, das Ding ist schon gegessen da. Was ist denn da gegessen? Du weißt gar nicht, was für eine mega Flotte ich noch habe. Weißt du? Die ich habe auch eine mega Flotte. Du bist eine ganz Flotte, ja. Kessel Sumse. Oh, nicht so doll. Ich bin ein Krapscher, weißt du? Richtig hier. Ja, nachher wieder. Nachher, Bus bauen. Nachher ist wieder Bus bauen. Aber heute ist doch nicht Freitag, Marco. Hast du nicht gehört? Das war ein Befehl. Bus bauen, aber plötzlich. Alles machen wir. Oh, hast du den Film übrigens gesehen? Den ganzen? Führer X? Nee. Boah, der ist eigentlich, der ist schon mies. Der ist echt böse, deswegen. Der ist echt böse. Habe ich mich wieder gesehen. Aber diese Szene war halt. War halt einfach schon, ja, ziemlich gut. So, jetzt bauen wir auf jeden Fall schon mal viel mehr Laternen. Hier haben wir die ersten elektrischen Förderbänder. Sehr gut. Aber jetzt bauen wir mal die ganzen Dinger hier ab. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Hab ich keinen Bock mehr. Die ganzen Öfen hier können wir später machen. Sexuelle Belästigung am Arbeitsblatt. Arbeitsblatt. Ist hier Alltag. Am Arbeitsblatt. Am Arbeitsblatt. Arbeitsplatz ist Alltag hier. Überraschungstest. Steht auch in dem Vertrag, den man unterschreibt. Aber wir hatten neulich, ich weiß nicht, ob man das erzählen kann, mit Hannes so eine Idee, so eine Challenge gegen Knutschen. Eine Knutsch-Challenge? Ja. Die haben wir doch am Samstag schon gut vollbracht, oder nicht? Ich weiß gar nicht. Also wir haben uns, wir haben, glaube ich, dieses Ritual nicht so erfüllt. Wir hätten, glaube ich, mehr Knutschen müssen. Naja, Freezer und Son Goku knutschen ja auch nicht. Wieso nicht? Verstehe ich nicht. Da ist gerade ein Herz. Wo ist ein Herz? Macht voll wieder. Ich hab das Herz gebissen. Sugoi! So große Anime-Augen. Ja, kann man mir ganz große Anime-Augen machen? Ich glaube, Paul sucht gerade. Ich kann es mir echt gut vorstellen. So, wir gehen auf jeden Fall erstmal auf Strom. Du siehst halt auch hier, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das in Minecraft hat. Nee, nee. Was denn? Also coole Sachen. Förderbänder? Nee, aber hier zum Beispiel Strommast. Strom hat man nicht in Minecraft. Nee, nee, aber also es gab doch diese komischen Sachen, wo man auch... Boom, boom, clap, boom, boom, clap. Boom, clap, meine Brüste machen die Musik. Genehmigt. Dick, dick. Dick, 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 dick. Was wolltest du sagen? Guck mal. So, jetzt guck mal, siehst du hier Strom. Wollen wir nicht mehr drum kümmern, hier kommt jetzt Erz raus. Problem ist nur... Ach, Quatsch, gar kein Problem. Gar kein Problem. Mach clever. Arbeiten die vielleicht auch schneller, wenn du mehr Strom hast, die Dinger? Nee, ne? Nee, die arbeiten nur bis zu einer gewissen... So, jetzt habe ich hier, siehst du. Zack. So läuft das doch. Siehst du, zack. Dann habe ich hier meine... So, erst. Wo willst du denn damit hin jetzt? Ich weiß es noch nicht. Also, das habe ich mir noch gar nicht überlegt jetzt gerade. Ich habe jetzt einfach nur gerade random gebaut. So. Da habe ich richtig Bock, mich auszuziehen bei dem Song. Ja, zeig mal ein bisschen, was du hast. Würde ich gern machen, aber... Ich habe noch BH. Ich glaube, hier wären noch Sachen, Leute eifersüchtig, wenn ich dann aber weitermache, ey. Ach, Quatsch. Na, guck mal, Feinschmecker zum Beispiel im Chat ist dann eifersüchtig. Jeder darf doch mal. Ich bin wie ein Fahrrad. Ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht, aber egal. Du bist wie ein Fahrrad? Da kann jeder mal rauf. Aber wir hatten auch neulich so unsere Witzestunde. Wir haben ja immer nach Bonjour am Mittwoch sitzen wir manchmal ganz selten etwas länger und genehmigen uns das eine oder andere Weinchen. Kaltgetränk. Weinchen. Und eine Käseplatte. Eine Käseplatte gibt es dann auch noch. Oh. Da habe ich schon mal reingeluschert, als ihr da. Hast du schon? Ja, eure Philosophen raushängen lassen habt. Alle. Das ist so gut. Also vor allem am Anfang war es halt so, ja, ach, bonjour. Da sitze ich manchmal noch mit Hannes. Und sagen sie, es ist halt Mittwoch, es ist halt Mittwoch. Jetzt nächstes Mal ist es halt gar nicht möglich. Guck mal, jetzt diesen Mittwoch, übrigens mega geil. Bonjour, super live. Gala. Ey, darauf habe ich echt Bock. Ich habe heute auch schon, weil ich zurzeit keinen eigenen Anzug habe, shame on me, beim Anzugsverleih nach dem Smoking gefragt. Kann ein Kleid leihen. Kannst du mir ein Kleid leihen? Oh, wenn du ein Kleid kommst, ey, dann nehme ich dich mit nach Hause. Werbung. Das hast du aber wunderschön gesagt, Paul. Werbung. Werbung.